Daniel fragt, wo kommt eigentlich der Name Kellerbier her? Mein Name ist Christoph und das ist eine Minute Bier. Ja, wir Brauereien und unsere Keller. Unser Lagerkeller zum Beispiel befindet sich deutlich oberhalb der Erde. Unser Gärkeller ist im ersten Obergeschoss und unser Flaschenkeller ist ebenfalls ebenerdig. Bevor Karl Linde die Kältemaschine erfunden hat, waren das alles tatsächlich Kellerräume. Sie waren notwendig, um das Bier bei der Gärung und Lagerung zu kühlen. Nur so konnten hochwertige Genussbiere gebraut werden. Dieser Name erhält sich bis heute und wird vor allem für Biere verwendet, die frisch und ungefiltert direkt in die Flasche kommen. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.